Herzlich willkommen zu Andi TV Folge 5. Was habe ich diesmal für euch? Und zwar hatten wir ja letzte Woche so ein verkacktes Scheißwetter. Und vorher schönes Frühlingswetter. Und was ich da so eingefangen habe, das zeige ich euch in den nächsten Bildern. Hatten wir Anfang des Monats schönes Wetter. Kann ich euch Bilder vom Maschsee liefern, wo schön Fahrrad gefahren wird. Also fast schon Frühling. Kackte das Wetter ja letzte Woche völlig ab. Schneefall, naja gut. Müssen wir mit leben. Weiße Ostern hatten wir schon öfter. Aber dass wir Osterfeuern wirklich im tiefsten Schnee machen, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt ein paar Bilder, bitteschön. Erst der Maschsee, dann das Osterfeuer. Sind hier zwei Mieter ausgezogen, das heißt, sie sind ausgezogen, um zu bezahlen und haben ihren Kühlschrank zurückgelassen. Voll. Abgestellt und voll. Mein Vermieter und eine Nachbarin haben dann ausgeräumt und jo, schaut bitte, was dabei rauskam. Oh, das stinkt, ey. Oh. Alter Verwalter. Hilfe! Nein! Lecker, 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 lecker! Wollt ihr das nicht mal abgießen hier? Oh. Okay. Nee, nee, das nehme ich dann nicht. Okay. Traut euch. Ja. Ich hab den Teller schon rausgeholt. Wo war denn das? Hab ich gar nicht gesehen. Hier oben. Lecker, oder? Da fällt mir ein, da könnten wir mal auch was machen so mit internationalen Schimmelwochen oder so, wo jeder sein bestes Bild schickt, wo mal was verschimmelt ist. Oder mal ein Contest, dass man das mal prämiert. Denke mal, auf was fällt einem bestimmt an. Dann war ich im E-Mail-Zentrum unterwegs, das derzeit umgebaut wird zum Lindenpark. Und da bin ich mal mit Fahrrad so durchgefahren und das könnt ihr euch einfach mal selber anschauen. Viel Spaß dabei.
Ja, dann war ich natürlich auf dem Osterfeuer, was ich euch schon zu Anfang gesagt habe. Und da seht ihr jetzt noch mal ein paar Bilder. Und vorher verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Zusehen und wünsche euch viel Spaß bei den Bildern vom Osterfeuer. Thank you.